Von Rimbaud gibt es eine Zeile, die mich schon lange beschäftigt. Sie lautet: Seufzen der Harmonika, die den Sinn verwirrt. Das ist für mich dieses Seufzen der Harmonika, die den Sinn verwirrt. Das trifft doch hervorragend auf Primaticcios Zeichnungen zu. Hör mal, nimm ihn auf, während ich ihn interviewe. Jetzt. Er ist einer der besten Konservatoren des Louvre. Jetzt. Wie geht's? Ich bin wieder bei meinen Lieblingen. Sie sind fantastisch. Herr Plafond, darf ich Ihnen eine Malerin vorstellen? Das ist also Ihr Projekt und Sie müssen es noch umsetzen. Das ist ein Plafond, nicht wahr? Ja. Er ist ganz blass. Es ist doch ein Plafond. Aber von welcher Decke? Ich verstehe die Form des Ausschnitts nicht. Es ist die Form der Kassette. Ach so. Das ist die Galerie des Odysseus, eine der zentralen Kassetten der 14 Joche. Als der Maler Rosso Fiorentino 1540 starb, wurde sein Gehilfe Primaticcio unter König Franz I. mit der kompletten Ausgestaltung des Schlosses von Fontainebleau beauftragt. Sein Stil erwies sich als weitaus sinnlicher und verträumter als der Rossos. Das kann man an diesem stark beschädigten Gemälde des Vestibüls der Goldenen Tür sehen, deren Plafond mit Fresken ausgestaltet ist. Deckenfresken kannte man bis dahin nur aus Kirchen, von den Kuppeln. Primaticcio entwarf auch das Schlafgemach für die Herzogin de Tempe, die Mätresse von Franz I. Die Malereien illustrieren die Liebschaften Alexanders. Verziert mit weiblichen Stuckfiguren. Denn Primaticcio war auch Bildhauer. Bedauerlicherweise hat Ludwig XV. Die Zwischendecke dieses Alkovens durchbrochen, den man sich eigentlich holzvertäfelt und mit einer viel niedrigeren und weniger kitschigen Decke vorstellen muss. Jedenfalls hat er die Zwischendecke für diese Marmortreppe aufgebrochen. An deren Fuß diese junge Tänzerin einige Beinbewegungen nachstellt. Nach dem Tode Franz I. bedeuteten aber die unterschiedlichen Anbauten oder Rekonstruktionen, die unter Heinrich IV., Ludwig XIV., Ludwig XV. Und Napoleon angeordnet wurden, auch zugleich die Zerstörung von mehr als 120 Fresken aus der Hand Primaticcios. Verschwundene Fresken, von denen nur die außergewöhnlichen Vorentwürfe erhalten sind, aufbewahrt im Louvre und anderswo, vor allem aber im Louvre. Dort liegen vor allem seine rätselhaften Kompositionen für die Deckenfresken. Auf allen sind herabhängende Beine zu sehen. Ihnen ist dieser Film gewidmet. Weißt du, welche Musik ich dieser Zeichnung unterlegen möchte? Die Allemande der sechsten Suite. Dieser hier? Ja. Das ist ein sublimes Werk. Wie aus einem Gedicht. Diese Haare hier. Was mir persönlich Spaß macht, ist die Idee, die Figuren zu identifizieren. Also, das ist ein Pferd, oder? Und dort ein weiteres.
Die Bäuche sind großartig. Das ist keine Zeichnung, das ist Malerei. Wahnsinn. Siehst du das zweite Baby? Wie sie sich an das Pferd klammert. Das ist sehr schön. Sehr schön. Ich weiß nicht, was das ist. Ach ja, eine zweite Frau. Da sind Kopf und Schultern. Das sind aber Beine. Riesige Schienbeine. Er schwelgt in Beinen. Eine Orgie von gespreizten Beinen. Wie er sich abarbeitet. Er lässt nicht nur den Kopf und den Rumpf herausragen. Er malt auch den Rest, die Füße, Beine. Das ist von schier endlosem Reichtum. Man kann ewig beim selben Werk verweilen, aber das Verrückte ist, dass es sich lohnt. Glauben Sie, die verlorenen Fresken waren ebenso gut wie die Zeichnungen? Die Umsetzung danach war wohl ziemlich rustikal. Die malerische Umsetzung oder die der Zeichnungen? Ach, die malerische. Da stimme ich Ihnen zu. Dagegen die Ausführung? Die Zeichnung ist atemberaubend. Atemberaubend. Und die beeindruckendsten Zeichnungen Primaticcios sind genau jene, die also unter sich zu seinen mythologischen Deckenfresken gedient hatten. An der Decke erscheint es natürlicher, den Himmel darzustellen. Auch die Göttinnen und Götter des Olymps halten sich im Himmel auf. Ich stelle sie rasch vor. Bekanntlich ist Jupiter, der Herrscher der Götter, an seinem Blitz und seinem Adler zu erkennen. Tatsächlich genügt es aber, dass er dominierend in der Mitte der Seinen thront, um ihn zweifellos zu identifizieren. Und diese fabelhafte Zeichnung zeigt Jupiter inmitten der Götter. Wie jeder weiß, ist der Meeresgott Neptun an seinem Dreizack zu erkennen. Pluto, den Gott der Totenwelt, kann man durch seinen Zweizack zuordnen. Und Diana durch die Mondsichel, die sie krönt. Aber das gleiche Attribut, wie das Tragen eines Helms, kann manchmal zwei verschiedene Gottheiten bezeichnen, je nachdem, ob sie weiblich oder männlich sind. Ist die behelmte Figur ein Mann, kann es sich nur um Mars handeln. Ist sie jedoch eine Frau, kann es nur Minerva sein, die Tochter Jupiters, die dessen Schädel in voller Rüstung entsprungen ist. Ist die behelmte Figur also Mars und nicht etwa ein einfacher Soldat? Ja, wobei man sich zunächst vergewissern muss, dass man bei den Göttern ist. Das ist der Fall, weil sie auf einer Wolke sitzen. Falls nun die behelmte Figur Mars ist und nicht Minerva, kann die Frau an seiner Seite nur Venus sein. So einfach ist das. In der mythologischen Malerei kann nicht jeder neben jedem sitzen, vor allem wenn es nur zwei Figuren sind. So ist Mars mit Venus verbunden, da sie seine Geliebte ist. Ebenso wie Jupiter mit Juno, da sie seine Ehefrau ist. Die Gottheiten erscheinen oft zu zweit, aber auch zu dritt, wie die drei Parzen, die über das menschliche Schicksal walten. Sie umgeben Venus in den drei oberen Ecken dieser kreuzförmigen, oktogonalen Deckenkomposition.
Je seltener eine Gottheit dargestellt wird, desto mehr spezifische Attribute besitzt sie. Das gilt vor allem für Saturn, Jupiters verfemten Vater, eine düstere und komplexe Figur. Zuweilen sieht man ihn seine Kinder verschlingen, um seine Herrschaft zu bewahren, zuweilen versunken in Melancholie und manchmal als Inkarnation des Todes mit der Sense in der Hand. Inzwischen wissen wir also genug, um diese erste Zeichnung auf drei Ebenen zu entziffern. Im Vordergrund dirigiert Neptun von seinem Wagen aus Stürme und Flauten. Er steht fast auf seinen Pferden. Weiter oben hat sich Jupiter, wie es sich gehört, inmitten seiner Höflinge niedergelassen. Noch weiter oben wird ein weiterer Wagen von einer Figur im Strahlenkranz gelenkt. Es handelt sich um die Sonne, verkörpert durch Apollon, den man hier auf einer älteren Zeichnung von Giulio Romano, dem Meister Primaticcios, wiederfindet. Auf Apollon, der den Sonnenwagen lenkt, folgt unmittelbar seine Schwester Diana, die den Mondwagen lenkt. Hier findet also ein Wettrennen von Mond und Sonne statt, das in dieser ambitionierten Komposition mit dem Titel »Die Antipoden« dargestellt wird. Die Sonne hat ein Rendezvous mit dem Mond. Aber der Mond ist nicht da und die Sonne wartet. Tatsächlich hat der Sonnenwagen hier in Unteransicht, der auf die irdische Sphäre zustrebt, keine Aussicht, dem Mondwagen zu begegnen. Der folgt nämlich einer senkrechten Flugbahn. Wie eine Rakete, deren Heck lotrecht zum Betrachter abhebt. Drehst du es mir um ein Viertel? Geht alles gut? Ich habe nicht mal die Einstellungen überprüft. Es ist auch aus dieser Perspektive schön. Man versteht die Zeichnung anders. Sieh dir diese seufzende Harmonika, die den Sinn verwirrt, an. Diese großen Bäuche der Pferde, die wie Wale durch die Himmelsgewässer gleiten. Wenn das kein Seufzer der Harmonika ist, ich könnte es nicht anders benennen. Das ist eine Tür, oder? Was ist das? Das hier ist ein Wappen. Ah, ein Wappen. Glaube ich. Ja, das ist ein Wappen. Ist auch viel logischer. Es war weder die Zeichnung einer Tür noch die eines Wappens, sondern die gedrechselte Unterseite eines Wagenkastens, den Primaticcio hier skizziert hat. Und zwar weniger schlicht und viel radikaler, als Giulio Romano es getan hätte. Ja, die atemberaubendsten Zeichnungen Primaticcios sind diejenigen, die durch solche Bewegungen der himmlischen Wagen den endlosen Kreislauf der Zeit inszenieren. Noch tiefgründiger ist das Aufwallen göttlicher Kräfte, die die Atmosphäre durchpflügen, von denen die Welt hier unten ihre gesamte Energie bezieht. Dieses himmlische Gefährt ist demnach eine Gestalt der Zeit. Dabei vervollständigt der Maler das Gemälde mit dieser Schar weiblicher Körper, deren verblüffende Aufgabe es ist, die Stunden des Tages zu versinnbildlichen, während sie den Wagen wie auf einem Ziffernblatt umrunden. Das ist wunderbar. Es sind tatsächlich insgesamt 12 Frauen. Auf dieser revolutionären Zeichnung sind sie nun gänzlich nackt und halten sich an den Händen, um den großen Kreis der 12 Stunden zu bilden, mit üppigen Formen und spitz zulaufend. Sie umschließen die kleinere Runde der drei Grazien, die den großen und kleinen Zeigern des zukünftigen Ziffernblatts der Salonuhr entsprechen. Auf diesem letzten Plafond durchquert ein Wagenrennen die Komposition und bildet die Synthese dieser himmlischen Geschichten. Man sieht hier Apollon, dessen Silhouette sich im Gegenlicht erhebt. Aus gutem Grund, weil er nämlich mit der Sonne stirbt. Sein Wagen ist durch ein unsichtbares Geschirr mit seinem Pferdegespann am anderen Ende des Plafonds verbunden. In diesem kosmischen Rennen ist unser solarer Apollon vielleicht im Begriff, die lunare Diana zu überholen, deren Quadriga noch expressiver ist.
Ihr Wettrennen gestaltet einen wirbelnden Raum, der durch den halbkreisförmigen Kinderreigen verstärkt wird. Wie auch durch die Silhouetten der weiblichen Stunden, die ins Leere stürzen. Glauben Sie, das hier war einfarbig, ein blauer oder weißer Himmel? Nein, das sind Figuren, die noch nicht gezeichnet wurden. Das ist also unvollendet, die Fläche wurde noch gefüllt? Zweifellos. Wir haben noch eine andere Fassung dieser Zeichnung. Verstehe. In dem Tohuwabohu dieser großartigen Zeichnung korrespondiert die konvulsive Silhouette Apollons fast zärtlich mit der ekstatischen Silhouette seiner Schwester Diana. Ein wenig wie bei dem berühmten Gemälde Tizians, auf dem sich der Blick des Bacchus mit dem Ariadnes kreuzt. Und am Rande dieses flammenden Spektakels der zyklischen, endlosen Zeit des Kosmos verkörpert schließlich in einer Ecke des Plafonds dieser alte Mann mit Flügeln, der an Saturn erinnert, die menschliche Vergänglichkeit, das Altern. In dieser sagenhaften Komposition muss man erst nach Jupiter suchen. Der schwebt am Himmel, eine Maske in der linken Hand haltend, gegenüber einer geflügelten Figur mit zerzausten, mondkapselförmigen Haaren, die Hypnos, den Schlaf, verkörpern soll. Ihre langgestreckten Silhouetten erinnern an den Umriss Gottes auf dem berühmten Fresko Michelangelos. Senkrecht zu diesem wundersamen Paar steht Juno hier in Untersicht auf ihrem Wagen. Sie versucht, Jupiter einzuschläfern, um ihn davon abzuhalten, die Trojaner zu beschützen, wie es in einem Mythos über den Krieg heißt, den sie durch Mittelsleute gegen ihren Ehemann führt. Um diese Erzählung der Ilias zu illustrieren, hat Primaticcio die geniale Idee, den Schlaf zum halluzinierenden Doppel eines halluzinierenden Jupiter zu machen, verloren in seinen Träumen inmitten der Masken des Morpheus, von Tiergesichtern und schwarzen Wolken. In dem hellen Bereich der darunterliegenden Ebene vollführen mehrere Götter und Göttinnen ausholende Bewegungen mit ihren Beinen. Wir werden nie erfahren, ob das heute beschädigte Fresko im Schloss Fontainebleau je von der Qualität dieses Meisterwerks aus Hell und Dunkel war, das Akrobatik mit einem Mysterium und Wollust vereinte. Das ist ein außerordentliches Werk. Es ist vermutlich eine der ersten Perspektiven aus der Untersicht, die wir in Frankreich besitzen. Der erste in Italien war Mantegna mit seinem Brautzimmer. Allerdings ist das etwas anekdotisch. Und danach kam Correggio mit der Kuppel von San Giovanni Evangelista in Parma. Das ist wirklich eine absolute Innovation. Etwas Vergleichbares gab es zuvor nicht. Es geht darum, die Schenkel der Frauen zu sehen, die Rückenansichten. Und darum, über sich Menschen praktisch freischweben zu sehen. In Michelangelos Sixtinischer Kapelle sieht man diesen Effekt nicht. Dort sieht man, was die Italiener Quadri Riportati nennen, also Tafeln, die quasi an die Gewölbe geheftet sind. Es gibt keine Perspektive aus der Untersicht. Außer vielleicht im Fall der Erschaffung Adams. Während es hier so ist, als hätte man über sich schwebende Götter, als befinde man sich in der Welt der Götter. Kurzum, da wir den Kopf heben müssen, um einen Plafond zu betrachten, werden die Bewohner des Himmels systematisch aus der Untersicht gesehen, die große Spezialität Primaticcios, die zunächst nur den Blick auf ihre Beine und Fußsohlen freigibt. So treibt der Künstler die Leidenschaft manieristischer Maler für die perfekte Rundung von Beinen noch weiter als Michelangelo und Correggio. Also das hier ist eine wahre Skulptur. Eine Leidenschaft, die sich im Fall Primaticcios zu drei grundlegenden Positionen zusammenfassen lässt. Eins, parallel. Zwei, rechtwinklig. Drei, im Endengang. Erster Fall. Die Schenkel sind parallel und die Beine strampeln im Himmel, als trieben sie ein unsichtbares Fahrrad an. Zweiter Fall. Die Knie sind nunmehr gespreizt, aber die Füße rechtwinklig angeordnet.
Es macht Spaß, den mehr oder minder rechten Winkel zu finden, den diese Füße bilden, und das andere, oftmals versteckte Bein dieser beinlosen Figuren zu erraten. Im dritten Fall geht es nur darum, die Füße auszubreiten, während die Schenkel gespreizt bleiben. Dabei gelangt man aus dieser Haltung mit aufgestellten Waden zu der mit gespreizten Fersen. Ein Übergang von der einen zur anderen Position, die man bei den hockenden Göttinnen der Piniengrotte, aber auch bei den sitzenden Göttern im Olymp findet. Die Füße Saturns und seines Nachbarn sind senkrecht zueinander, während die des Pluto im Entengang sind. Diese schwebenden Figuren mit den spektakulären Schienbeinen muss man sich vorstellen, als strampelten sie in der Leere, die Apollons Wagen umgibt, Position 1, bevor sie zunehmend ihre Schenkel spreizen, um diesen Zyklus von Primaticcios Gymnastik mit Position 3 zu beenden. Diese Position ist keine andere als die der Danae, auf ihrem Bett, auf einem der seltenen erhaltenen Fresken des Künstlers. Auf diesen Zeichnungen lässt sich nicht immer erkennen, welcher Kopf zu welchem Körper gehört. Man muss ihre Füße betrachten, um zu erkennen, dass Juno hier an die Schulter ihres Ehemanns geschmiegt die Beine übereinander schlägt. Anhand ihrer Zehen kann man feststellen, dass es sich um ihr rechtes Bein handelt. Irrtum. Das war nicht Junos rechtes Bein, sondern Jupiters, dessen Schenkel nach Primaticcios Art gespreizt sind. Wir sehen also eine unglaubwürdige Körperdrehung der Göttin, bei der man sich dann fragen muss, wo ihr anderes Bein geblieben ist. Auf dieser wunderbaren Zeichnung nimmt Venus ebenfalls diese weit gespreizte Haltung ein, während bei Mars die Fersen zusammengenommen sind. So bilden ihre vier Beine einen hübschen Strauß aus drei Schienbeinen, während sich das vierte absondert. Man stutzt, ob der Gebärde, die Venus mit der linken Hand an der Öffnung ihrer Oberschenkel macht. Tatsächlich ist es aber nicht ihre Hand, sondern die des Mars, während Venus ihren linken Arm erhoben hat. Und man fragt sich, was in aller Welt dieser ausgestreckte Zeigefinger unter den aufmerksamen Blicken dieses Paares bedeuten soll. Aber vielleicht sind wir alle Dummköpfe und schauen lieber auf den Finger, während er uns eigentlich den Mond zeigen will. Diese geodätischen Perspektiven, bei denen die Köpfe der Götter zwischen ihren Schenkeln auftauchen. Dieses Füßeln, bei dem die Beine wie bei einem Betrugsspiel verwechselt werden. Diese trügerischen, heimlich im Schritt der Götter vollzogenen Spiele mit der Hand bieten Primaticcio letztlich die Gelegenheit zu einer subtilen Pornografie voller Täuschungen. Im Vergleich dazu wirkt die Erotik Correggios plötzlich etwas zaghaft, wenn nicht linkisch. Wenn auch die Beine der Schöpfungen Primaticcios von außergewöhnlicher Länge sind, so ist ihre Disproportionalität sicher durch die Untersicht der Zeichnung bedingt. Oder durch meine Kamera. Aus der horizontalen und in Vorderansicht aufgenommen beweist das, dass die überlangen Beine im Dreidimensionalen nicht nur optisch bedingt, sondern auch genetisch veranlagt sind. Primaticcios imaginäre Modelle haben tatsächlich immer einen zu kleinen Rumpf und sehr hoch angesetzte Brüste. Der gesamte Plafond hier ist eine Fälschung. Er stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist sehr hässlich. Aber es bleibt ein großes Vergnügen, unter diesen Hüften, diesen Knien, den Rundungen der Schenkel, unter diesen Äpfeln, das heißt den Brüsten jeder einzelnen dieser Frauen zu stehen. Mit einigen Saathörern, mit Ziegenböcken. Als Skulpturengruppe ist es sehr originell. Und da hinten gibt es eine, die geradezu in die Wand eindringt. Man sieht die Rückseite der Schenkel, was mir an Frauen sehr gefällt. Die Rückseite der Schenkel. Sie dringt in die Wand ein und dreht sich kaum um. Das ist doch nicht unbedeutend, oder?
Das ist ein bisschen wie eine Ode an langbeinige Frauen. Da gibt es nichts zu grinsen. Diese Liebesfeen auf dem Sims dieses weitläufigen Alkovens, den der König für seine Mätresse hat bauen lassen, rahmen mit ihren Armen und Beinen und den Ansammlungen von Früchten und Putten die ovalen und rechtwinkligen Fresken dieses Schlafzimmers ein. Sie umringen sie derart, dass sich auf denjenigen, der auf dem Rücken liegt und hinaufguckt, eine Kaskade zu ergießen scheint aus weiblichen Schenkeln, Tannenzapfen, Granatäpfeln, Knien, Trauben und Brüsten. Senkrecht herab vor den verblüfften Blicken der königlichen Liebenden. Die auf dem Bett ihres Königsgemachs liegen.